Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Wochenende. Ja, oh, Sophie. Oh, wo machst du das? Die dehnt sich immer auf mir. Ja, was genau willst du mir sagen? Es ist Wochenende und es ist heute Beauty Day scheinbar und ich habe nichts davon gewusst, weil ich habe das hier in meinem Zimmer gefunden. Was? Eine Kuh. Du leierst mit deinem großen Kopf mein schönes Stirnband. Was ist mit der Sophie so? Sie will auch. Was ist mit dir oder mit dir? Hm? Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, ja, der Papa macht hier jetzt gerade sich fresh für den Tag. You can see that. It's beautiful. Aber reinigt jetzt sein Gesicht mit dem Lumi. Ja, was machen wir mit dem jetzt? Also zuerst überall im ganzen Gesicht verteilen. Im Ganzen. Schmier es halt ein. Genau. Meine Fresse. Ist so feucht. Das ist ja auch feuchtigkeitsspendend. Aber nämlich so eine trockene Schlangenhaut. Er häutet sich immer. Dreimal mindestens im Monat. Das sieht ein bisschen freaky aus. Ja, und Baba macht sich hübsch. Heute ist nämlich Beauty Day. Wir müssen heute nämlich auch putzen. Da freut sich der Baba ganz besonders. Naja, wie soll ich putzen, wenn ich so dreckig bin? Nächsten Samstag ist halt auch ein bisschen Putztag. Bei uns vor allem, weil wir unter der Woche. Weil ist bei uns auch, kein Putztag oder welcher Tag? Weil wir nicht. Also wir sind jetzt am Wochen, also unter der Woche gar nicht gekommen. Sophie hebt sich dann immer so rauf und es tut voll weh mit dem Kleinen. Ich hab eine große Baustelle. Mein Gehirn. Musst du mit dem Pikama. Was? Sehr hübsch. Hallo? Oh, Baba, du musst 30 Sekunden pro Gesicht. Hast du dein Gesicht eingeteilt? Ja. Ein Viertel. Alles in ein Viertel putzen. Ja. Warte. Das ist 2 Minuten, okay? 30 Sekunden für jedes Viertel des Gesichts. Muss ich jetzt zählen in meinem Kopf, oder? Nein, es zeigt dir eh. Deswegen. Jetzt ist es gegangen. Jetzt hat es gesagt, musst du wechseln. Mach dort, wo deine. Warte, du? Was ist das bitte? Wo deine Problemzonen sind. Ja. Und in den Bart. Soll ich so lange halten jetzt, oder wie? Na, überall! Na, mach nicht so. Warte gut. Wenn ich so brutal. Jetzt? Was heißt das? Wechsel. Du kannst auch ruhig im Bad. Hat keine Chance hier. Wie lange musst du den anderen Aufsatz nehmen? In den Regenwald. Ein Wahnsinn. Na gut, Jess, ich lasse dich bei deinem Beauty-Tag. Ich mache nämlich gerade jetzt das Video für heute fertig. Wir müssen heute noch Essen einkaufen, also ein bisschen was. Und putzen möchte ich gerne. Mal schauen, ob die Familie das auch so cool findet, dass die Mama am Samstag immer so ein Putzfieber hat. Aber wir müssen alle mit anpacken, sonst geht sie das nicht aus. Das ist eine komische Form, oder? Mein Auge flattert, ja. Ja, Mann. Genug. Also das Gerät ist schon cool. Man macht das. Danke. Respekt, Digga. Ich habe meine Fresse poliert, oder? Danke. Es glänzt wie noch nie. Und jetzt, was mache ich? Ich brauche einen Toner im Gesicht. Achso, schon sah der Toner aus. Ein Toner? Ich dachte, du machst einen Toner von einem Drucker. Noch einen Toner in die Fresse. Und jetzt? Okay. So mit dem Wattenbild. Na, bist du gescheit? Schau mal einfach mein Gesicht aus. Mama, wie fühlt sich das an? Sieht sie diese roten Flecken da? Sind mega nervig. Aber ja, bald werde ich schön aussehen. Und als nächstes werde ich mein Gesicht ein bisschen einschwemmen. So, und jetzt rasieren. Passt, oder?
Tag kurz. Kannst du mir die Kette zu machen, please? Yep. So, ja. Ich will sie gerne so überdacht. Nein, 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 so. Da oben, oder? Tut auch schon. Ja, so, wow. Na so, oder? Noch einmal kleiner, ne? Nur locker. Ne, so passt. Wir sind schon in den Putzfimmel gestartet. Also wie ihr seht, Papa macht das sehr tüchtig. Bravo, weiter, weiter. Geht schon, super. Ich bin hier die Anweiserin. Sehr gut, machst du das. Danke, Mama. Natürlich nicht. Ich gehe jetzt gleich ins Badezimmer, mache das Badezimmer. Das ist so mein Favorite. Also der Papa zum Beispiel, der macht nicht gerne das Badezimmer. Klo putzen und so. Und so. Das ist jetzt was mich entspannt. Dafür bin ich jetzt... Das mache ich nicht so gern. Staubsaugen. Staubsaugen, ja, stimmt. Manche mögen total gern Staubsaugen. Aber ich bin nicht Staubsaugen. So, bin ich so Staubsaugen, ein bisschen langweilig. Aber Sie sagen jetzt, ich mache Staubsaugen so sehr, dass ich nur ich das machen will. Ach so, ich dachte, das ist dein Hobby. So viel will mir irgendwas... Was ist dein Hobby? Staubsaugen. Staubsaugen, ja. Kann aber sein. Gibt ja Leute, die so gerne putzen. Na gut, ich gehe jetzt mit euch im... Ich nehme euch mit ins Badezimmer. So. Hast du schon die Schuhe reingeräumt, Mausi? Super. Ich trage auch aktuell die neuen Ketten aus unserem Online-Shop. Schaut mal, die sind so schön. Mama, die Nüsse sind kaputt. Ja, sind kaputt, die Nüsse, ja. Auf jeden Fall, schaut mal, wir haben so ein ganz hübsches mit so einem Schmetterling. Und diese Kette, die dicke hier, die ist zusammen mit diesen Herzchen hier. Also die gehören zusammen. Das ist eine Kette, die aus zwei Ketten besteht. Und ich finde, das ist so eine schöne Kombination. Sieht so cool aus. Werde ich unten verlinken, falls ihr eventuell mal, vielleicht, also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder so, dann schaut bei mir im Onlineshop vorbei. Wir haben uns nämlich überlegt, auch jetzt so kurz vor Weihnachten so einen 10% Weihnachtsgutschein noch rauszugeben auf den gesamten Schmuck. Das heißt, der gesamte Schmuck ist schon mit minus 10% reduziert. Das ist ein Weihnachtsspecial. Ja, schaut einfach mal vorbei. Webseite ist natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. dianadiamanta.at. Also eigentlich super einfach auch zu merken. Ja gut, und ich gehe jetzt, Aschenputtel geht jetzt putzen. Zimmerschrank, nachdem sie unten ihr Bad aufgeputzt haben, die Kinder. Und ich bin noch mit der Dusche beschäftigt. Ja. Draußen geschafft. Also wir sind fertig mit Putzen und werden jetzt schnell einkaufen gehen. Wir brauchen ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich weiß nicht. Futter brauchen wir schon. Hast du die Liste mitgenommen? So, ja, sonst bringst du den Beef im Hals. Stimmt. Also der Beef, wenn der hungrig ist, also der miaut einem, der die Ohren blutet. Der reißt die Schlafzimmertür auf. Wenn du ihn kurz anschaust, also wenn er mit dir Augenkontakt hat, dann gibt es richtige Miau-Gebläre. Ja, dann macht er so ein Miau, aber ohne Miau. Also ohne, na, das ist ohne Geräusche. Dann macht er. Ja, aber wenn er schon aggressiv wird, wenn du nichts gibst, dann.
Dann sitzt der im Po und dann macht miau. Ja, kein Wunder, dass er so fett ist. Also dieser, wie macht er? Genau, das macht er. Mhm. Ja, und wir gehen einkaufen. Und unser Auto stinkt nach Kebab. Ich sag's euch, also werden wir einen Kebabstand im Auto mit herumführen, weil wir ja gestern einen Kebab gegessen haben. Und das ist so einfach, ja, ekelhaft. Auch wenn es so super lecker schmeckt, aber am nächsten Tag der Gestank so. Fertig mit Einkaufen. Wir haben uns auch was Leckeres aus der Backstube geholt. So, ich habe mir so eine Topfengulatsche. Das ist so ein Plundergebäck mit Topfen oder wie sagt man in Deutschland? Quark. Quark. Ja, ich finde es immer so, ich finde so, warum gibt es so verschiedene Begriffe? In selber Sprache, aber halt, ja. Tomaten sagen die Deutschen, obwohl ich sage auch Tomaten. Aber die Österreicher sagen manchmal noch Paradeiser. Das finde ich sonst. Ich finde Paradies. Gangsters in Paradise. Wir haben eine Dashcam. Wie die Kamera so hinstellen, gell? So eine russische Bordkamera. So, da fahre ich jetzt links ab, oder? Yep. Das hat sich der Papa übrigens genommen, das ist ein Vanillekrapfen. Bitteschön. Dankeschön. Ich finde Vanillekrapfen einfach nur wacky. Mit Marmelade ist das Beste. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Hey, meine Lieben, oh mein Gott, wir haben uns gar nicht mehr gemeldet. Wir haben die Kamera nämlich im Auto vergessen. Ich tue sie nämlich immer ins Handschuhfach, wenn wir einkaufen gehen. Und die Lisa ist müde. Auf jeden Fall haben wir... Nicht müde? Nein, die Lisa ist nicht müde. Komm her. Die Lisa ist nie müde. Die Lisa ist natürlich nie müde. Was soll das müde? Wer ist hier schon müde? Mama. Was sagt ihr? Wenn wir zwei Donald Duck gucken, dann werde ich schon einschlafen. Ja? Auf jeden Fall haben wir die Kamera im Auto vergessen, als wir nach Hause gekommen sind mit den ganzen Lebensmitteln. Und dann waren wir ein bisschen zu faul, sie zu holen und haben so ein bisschen den späten Abend mit den Kindern genossen, haben was gekocht, ein paar Würstchen gegessen und ja, ferngeschaut, hier mit den Kindern gespielt. Und jetzt ist eh schon Abend, wir schauen gerade noch ein bisschen das Supertalent, also mehr gesagt der Papa. Ich bin nicht so ein Supertalent-Fan, aber der Papa ist mega, der sitzt da. Aber muss aufpassen, wie ich den Papa filme. Wieso? Weil du schon chillig in Boxershorts da sitzt. Die Lisa nascht noch ein bisschen. Ich finde es sehr gut, Papa, dass du jetzt noch einen Twix gegeben hast. Ja, dann gehen wir dann Zähne putzen. Ja, wir wollten nämlich jetzt so ein bisschen langsam die Kinder ins Bett bringen. Mein Mausi. Ja, und jetzt haben wir. Die zwei Großen sind mittlerweile jetzt unten. Und ja, der Patrick zockt mit seinem Freund online Fortnite. Und die Michelle spielt, glaube ich, Roblox mit ihrer Freundin. Oder? Sie meint Among Us. Und die Lara spielt hier ein bisschen Nintendo Switch, während der Papa DSDS schaut. Nein, super talent. Oh, und das Baby ist gerade wieder so mega aktiv. Es ist, auf jeden Fall ist unser Baby am Abend richtig in Fahrt. Gestern haben wir gedacht, er möchte ich schon beim Bauchnabel raus. Jetzt ist er wieder so, weiß nicht, ob ihr das seht. Ich halte mal ein bisschen drauf. Kannst du sehen, wie sieht das wieder? Bauch so links und rechts. Schaut echt, schaut mal, wie klein mein Kopf ist. Schaut immer so gruselig. Ach, wie viel Kopf war. Papa ist ja lustig. Es schaut immer so aus, dass ein Monster drin ist. Ja, das sagen die Kinder. Der Papa findet das gruselig, wenn das Baby so. Er sagt, das schaut aus wie. Oh! Oh! Das. Ich glaube, er presst dann so entweder so ein Knie oder die Füße gegen. Ja, mir hört keiner zu. Der Papa ist hier voll auf DS. Er hat auch lautlos gemacht, weil gerade Musik abgespielt ist, weil ich nur kurz vloggen wollte. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Kinder ins Bett bringen. Dürfen noch ein bisschen bleiben und dann gehen wir auch ins Bett. Bin auch schon müde. Ich kann auch dann drüber wegschauen. Donald Duck, magst du noch ein bisschen schauen? Das machen wir noch. Na gut, mein Lieben, wir werden uns jetzt auch vom Vlog verabschieden. Wir nehmen euch jeden Morgen wieder mit. Entschuldigung, euch die Haare gezwickt. Tschüss. Papa.